Nach langer Umbauphase öffnet das Wien-Museum am 6. Dezember endlich seine Pforten. Unter den Gästen bei dem Mediengespräch um 10 Uhr waren unter anderem Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hassler, Martin Bunzel, der Direktor des Museums, und Finanzdirektorin Christina Schwarz. Der Umbau erfolgt in einer von Krisen geschüttelten Zeit, ohne zusätzliche Finanzmittel der Stadt, so Schwarz. Wie gesagt, Wettbewerb 2015, da war dann auch schon tatsächlich die Planung im Gange. Wir haben von der Stadt Wien 2018 das Budget für den Umbau bekommen, 108 Millionen mit einer kleinen Reserve. Wir haben dann im Juli 2020 hier den Spatenstich gehabt, also wirklich nach der ersten großen Covid-Welle, was eine Wahnsinnsherausforderung war, sehr viel Ungewissheit. Wir haben uns nicht beirren lassen und wir haben jetzt tatsächlich, wie im Jahr 2019 schon angekündigt, im Dezember 2023 hier die große Eröffnung. Wien, meine Geschichte, heißt die neue Dauerausstellung am Karlsplatz, die über 3 Etagen auf 3300 Quadratmetern rund 5000 Jahre Geschichte der Stadt und ihrer Bewohner erzählt. Besonderes Anliegen in der Planung war eine energieeffiziente Bauweise. Geothermie heißt, dass wir über sehr, sehr tiefe Sonden, 150 Meter in die Erde, Wärme und Kälte abholen, so wie wir sie brauchen, und über Wärme- und Kältepumpen dann die Versorgung im Haus sicherstellen. Wir sind komplett autark, wir sind nicht an einen Fernwärmeanschluss angeschlossen, sondern haben hier eigens im Haus die notwendige Technologie, um das zu bewerkstelligen. Weiters haben wir eine Photovoltaikanlage am Dach. Weiters arbeiten wir mit einem sogenannten Sage-Glas. Das ist ein elektrochromes Glas. Sie kennen es vielleicht von den Brillen, die sich ein bisschen abdunkeln und aufhellen. Es ist ein ähnliches System. Je nach Sonneneinstrahlung wird das Glas dunkler oder heller. Man kann es auch manuell steuern. Und der Trick dahinter ist ganz einfach: Wärme, die gar nicht erst in einen Raum hineinkommt, muss auch nicht mehr hinausgebracht werden. Der Eintritt in die neue Dauerausstellung des Wien-Museums ist für alle gratis. In den ersten Wochen gibt es aus Sicherheitsgründen Tickets mit Timeslots.